Ja, guten Tag. Hier ist nach einer wirklich sehr, sehr langen Zeit. Ich habe keine Ahnung, der hat so einen Kratzen im Hals. Wieder bei Zivilisation 6 mit unserem russischen Zarenreich, das dabei ist, neue Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und nee, es war irgendwie falsch. Oh, St. Petersburg ist wirklich im Schnee. Ja, und wir sind ja im Krieg mit Montezuma. Nee, mit Montezuma, nee. Ach, mit irgendjemandem. Sieht doch gerade sehr spannend aus. Also, es hat ja so geendet, dass die uns den Krieg erklärt haben. Und dann habe ich die letzte Aufnahme-Saison beendet. Die letzte Aufnahme-Liaison. Haha, nee, egal. Was verbarnieren sich? Brüssel ist, glaube ich, auf unserer Seite. Ich glaube, ich bin noch in einer Allianz mit Washington. So, Barbaren nähern sich. Wo sind hier Barbaren? Weiß ich nicht. Was ist jetzt alles passiert? Ich habe einen. Mein Ritter kann befördert werden. Das mache ich nicht. Ich renne lieber hier rein. Ah, das ist ganz gut. Kann ich dem im Nachhinein jetzt immer noch. Ja. Kann ich dem im Nachhinein noch befördern? Kann ich nicht. Aber du da, du solltest, ihr solltet Plätze tauschen. Wie weit könnt ihr? Na, relativ weit. Bitte den angreifen. Ich möchte, dass ihr Plätze tauscht. So. Und jetzt kannst du auch nochmal da angreifen. Ihr lebt noch? Was macht ihr? Ihr macht gerade nichts. Dann haut da mal rein. Das ist doch blöd, mal zu sagen. Oh, das würde. Oh, das wäre gut. Ha! Klappt doch. So, hier habe ich zwei. Das ist einmal ein. Nee, wer bist du? Das ist irgendein Heini. Was bist denn du? Ein General. Aufwecken, was kann denn der machen? Bildet ein Korps aus einer militärischen Einheit. Ah, das sind jetzt zwei. Ah, gut. Ja, warum nicht? Ein Korps ist ja aus zwei Einheiten eine zu machen. Das sind die stärker, als wenn sie jeweils allein wären. Was ist hier noch passiert? Das Beförderung. Euer Sägewerk in Kazan wurde von Kongolischen Reich geplündert. Gut, das wird repariert. Kriegserklärung. Brüssel hat Jerewan den Krieg erklärt. Jerewan. Barbaren nähern sich. Wie auch immer. Hier, die Amerikaner. Sind doch bei uns verbündet. Was heißt denn da genau offene Grenzen? Genau. Wir haben dort eine dauerhafte Botschaft. Sind im Krieg mit der Victoria. Aber die sind jetzt nicht im Krieg mit Dings hier. Kann ich die dazu führen im Krieg? Nee. Sixtinische Kapelle. David. Wenn ich dir Geld gebe? Nee, was? Ach, egal, vergiss das. Ich dachte, in einer Allianz? Oder muss man da in einer Verteidigungsallianz sein? Ich weiß nicht. Hier oben sind die. Das ist eine ganz heikle Sache. Was seid ihr? Muss auf einem Wunder sein, das gebaut wird. Baue ich gerade noch Wunder? Hier wird die Mauer gebaut. Stadtmauer. Hier wird ein Spion. Und hier wird verbotene Stadt. Verbotene Stadt.
Wo wird hier verbotene Stadt gebaut? Wie viele Runden brauchst du bis dahin? Nee, 5, das lohnt sich alles nicht. Und dann kommt er vielleicht noch in Feindeshand. Aber was ich machen muss, unbedingt, ist dich zurückzubringen. Ja, die tauschen wir euch mal. Wegen euch will ich nicht verlieren. Ihr seid jetzt umzingelt, das ist ganz schlecht. Oh. Das ist gut. Komm schneller. Stadtmauer. Renaissance-Stadtmauer wird hier gebaut. Sonst kann ich hier nichts machen. Ich hab nicht viel Geld, das ist schlecht. Euch hab ich. Euch. Und euch mal dahin, dass ich dann hier verteidigen kann. Nein! Was bist denn du? Muss Bezirk oder Wunder besetzen, dass ein Lernplatz des richtigen großen Werkstyp hat. Davon habe ich jetzt gerade nichts. Nee. Gut, dann kommst du aber zurück in die Stadt. Und dich wollte ich bewegen. Dich kann ich aber nicht bewegen, weil da besetzt ist. Und euch kann ich auch nicht bewegen. Gut, dann bleibt ihr erstmal hier. Runde überspringen. Gut. Oh, was macht ihr hier? Dann bewege ich euch bitte jetzt einmal da hoch. Ja. Und nochmal. Wozu sind die Amerikaner bei mir in der Allianz? Nochmal. Oh, der gute Bogenschütze. Der gute Bogenschütze. Ich will aber nicht unbedingt St. Petersburg unbeschützt lassen. Auch wenn ich nicht wüsste, von wo eine Gefahr kommen könnte. Aber im Grunde muss ich hier alles gegen Montezuma. Montezuma. Wir gegen den Kongo. Dann. Ja. Macht mal los. Wir haben 1858. Noch so nebenbei. Ja, China ist gut. Ja. Komm. Die hassen uns, weil wir Wunder bauen. Und denk mal, wenn wir die verbotene Stadt, die ja eigentlich in Peking steht, gebaut haben, dann werden die austicken. Oh. Das hat ja jetzt nicht so viel gebracht. Oh, die ziehen sich zurück. Wunderbar. Bin ich mit Stockholm verbündet? Zufälligerweise? Konnten wir das nochmal sehen? Ich bin von Brüssel. Wie schön die Strategie auch sein mag, man sollte sich gelegentlich die Ergebnisse ansehen. Kosaken. Winston Churchill. Die drei großen Elemente der modernen Zivilisation. Schießpulver, Buchdruck und die protestantische Religion. Okay, ich kann jetzt zu einer Theokratie werden. Ich glaube allein an Stärken Theokratie. Was bin ich zurzeit? Ich bin eine Handelsrepublik. Handelsrepublik, Theokratie. Nö. Ach nö. Passt schon. Ja, du bewegst dich dahin. Was machst du so? Erzeugt eine Reliquie. Was ist eine Reliquie? Ich weiß es nicht. Ich tue es mal. Dat. Eure Zivilisation hat ein großes Werk produziert. Turiner Grabtuch. Ach, das kenne ich. Ja, ja. Erschaffen von Märtyrer Apostel Reliquie 1860. Ausgestellt im Tempel St. Petersburg. Gut. Oh, Handels.
Na, warte mal kurz hier. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Nö, ich bin Wumotraum, ja, gerade nicht. Straßenindustriezeit, alle Straße wurde freigeschaltet, alle Straßen in eurem Gebiet verbessert. Das ist so gut. Der Ritter will jetzt mal befördert werden. Das mache ich auch gleich. Das weiß ich. Wo ist denn jetzt der Händler? Ach, das werden wir gleich wieder sehen. Ra-Siegel. Universität von Oxford. Industrialisierung. Ich würde fast eher das machen. Das wäre mir lieber. Oder Ballistik. Aber nee, ich mach das. Humanismus, ja, wenn es denn sein muss. Große Persönlichkeit. Was macht die so? Muss sich auf einem fertiggestellten Campus befinden. Löst das Heuriger für Chemie aus. Da ist ein... Aber ich will den jetzt nicht unbedingt ins Kriegsgebiet bringen. Oder? Der ist eigentlich... Los, im Krieg. Wer bist du eigentlich? Dimitri Mendeljew... Ist doch schön. Jetzt ist das schon fast durch. Händler, wo bist du denn? Das ist ein Armbrustschütze, aber okay. Du gehst dahin und dann in den Ruhemodus. Du gehst dahin. Ja, geh mal dahin. Du kannst dafür nachrücken. Du bleibst da bis zur Heilung. Du gehst auch in die Stadt und bleibst. Nee, du kannst befördert werden sogar. Genau. Das ist ja noch viel besser. Du kannst den jetzt hier mal angreifen. Ja. Das Katapult sieht jetzt ganz schlecht aus. Da kommen gleich meine Reiter. Großartig. Möchte mal sagen. Machen wir das. Ihr werdet befördert. Wunderbar. Auch wieder voll geheilt. Könnt ihr noch was machen? Nee. Komm, geh mal hier runter. Ihr habt nichts weiter zu tun. Aber ihr könnt euch dahin bewegen. Oh Gott, hier sind viele amerikanische Truppen. Da bräuchte ich eigentlich einen Handwerker mal. Das ist ja ganz toll. Moskau, jetzt hier ist der Händler. Nach Amsterdam. Oder hoch nach Breslau. Was bringt Amsterdam? Bringt natürlich mehr Geld. Geld und Gold ein. Habe ich hier oben schon mal einen Weg gemacht? Nee. Also wäre es eigentlich hier nach Lugundnum. Genau, dass ich da einen Weg hoch habe, falls ich irgendwann mal in den Krieg gehen sollte oder so. Wegen durch Dschungel mit Militär ist alles ein bisschen sehr lustig. Und dann habe ich dann da wenigstens einen Weg. Mit Britannien bin ich ganz gut befreundet, muss ich sagen. Hab zwar einen Verbündeten, der gerade mit Britannien im Krieg ist, dafür habe ich mit Britannien eigentlich ganz gute Beziehungen.
Ja. Oh, die haben... Oh. Jetzt muss ich die Stadt verteidigen. Wir haben keine Verteidigung. Die Mauern werden aufgebaut. Das ist ja... Hier so, das ist wunderbar. Die Häuser außerhalb der Stadt. Hm. Aber ich glaube, wir sind technologisch weiter als die. Die haben, glaube ich, noch Mittelaltermauern. Ich habe ja schon Renaissance. Ja, ganz toll. Amerika, du stehst mir im Weg. Um das jetzt mal so zu sagen. Nein. Ach ja, du kannst wunderbar. Fernkraft. Oh, Kanon. Befördern werden. Kann ich sowieso nicht angreifen. Da ist auch nicht so toll. Also befördere ich euch mal. So, wunderbar. Da hauen sie wenigstens auf die drauf und nicht auf mich. Ihr Reiter, Kampfstärke bei Verteidigung. Das. Kann ich den euch nicht angreifen? Nee, doch, eins. Was war denn das? Ich weiß nicht, was das war, aber es hat geholfen. Das ist doch ganz gut. Ach, ich kann die auch noch zum Musketier ausbilden. Aber die Musketiere sind da gerade. Ich habe, glaube ich, nur einen. Ich weiß nicht, eigentlich könntest du... Nee, bleibst du mal. Es gefällt mir schon nicht, dass da hier die Mauern aufgebaut werden. Ich bräuchte auch Katapulte. Eigentlich müsste ich jetzt mal auf Katapulte umschwenken. Ach, ein Spion! Ein Spion. Was kann ich mit dem Spion machen? Ah, mit dem bin ich im Krieg. Der hat doch sicher nur... zwei Städte. Und die eine möchte ich am liebsten übernehmen. Deshalb würde das ja gar nichts bringen, wenn ich da jetzt irgendwas mache. Ich könnte ihn nach Rom bringen. Rom bin ich eher so mäßig gut. Ja. Richte dich mal in Rom ein. Hier ist irgendein Händler, aber das lassen wir jetzt mal ganz kurz. Ah, hier habe ich gar keine Militär. Dings da, hä? Was kann ich denn bauen? Gar nichts. Lager habe ich hier nicht. Ich habe nur ein Lager und das ist in St. Petersburg. Kann ich hier trotzdem Belagerungsturm? So ein Spaß. Zwei Runden Belagerungsturm. Unterstützung der Klassik, neben einer Stadt platzieren, ignorieren angreifende Nahkampfeinheiten, Stadtmauern und greift die Stadt sofort an. Benötigt zwei Salpeter. Na, dann würde ich sagen, ja. Der Antike. Nee, dann. Ah, komm. Nehmen wir den Belagerungsturm. Es war auch schon ganz schön alt, aber was soll's. So, jetzt habe ich hier. Die Herrschaften. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt stehen die hier in der Mitte. Das ist schon ein bisschen schlecht. Und euch kann ich schön nachhauen. Astchan. Ach, so ein Händler hier. Händler kann ich jetzt hier nicht losschicken in die Richtung. Das würde alles nicht viel bringen. Aber ich kann den nach London. Ja, es würde auch noch am meisten
bringen. Ja, gut. Ab nach London. In der Hoffnung, dass der da nicht abgefangen wird. Und du so? Nichts mehr. Okay, das bringt Gold. Nicht schlecht. Der erkundet jetzt hier. Was? Wir freuen uns, euch zu unseren geschätzten Freunden zu zählen. Wir hoffen, dass dies auf gegenseitig. Oh, gut. Das letzte Mal, wo wir uns dann mit England auf so guten Kurs gesetzt haben, da haben die uns, glaube ich, dann angegriffen. Kann das sein? War das in diesem Spiel? Ja, okay. Warum auch nicht? Ja, okay. Das ist absolut verständlich, dass ihr mich hasst.